So, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich eröffne die 33. Sitzung des Abgeordnetenhauses von Berlin und begrüße Sie, unsere Gäste, die Zuhörerinnen und Zuhörer sowie die Medienvertreterinnen und Medienvertreter sehr herzlich. Dann darf ich dem Kollegen Michael Dietmann ganz herzlich zu seinem heutigen Geburtstag gratulieren. Als Geschäftliches habe ich Folgendes mitzuteilen. Am Montag sind die folgenden 5 Anträge auf Durchführung einer Aktuellen Stunde eingegangen. Antrag der Fraktion der CDU und gleichlautender Antrag der Fraktion der SPD zum Thema Die Welt zu Gast bei Freunden, erfolgreiche Special Olympics in Berlin. Antrag der Fraktion Bündnis 90 Grüne zum Thema Rückschritt stoppen, Schwarz-Rot wickelt Mobilitätswende ab, Verwaltungschaos statt schneller Ausbau der Radwege. Antrag der Fraktion Die Linke zum Thema Umsetzung des Volksentscheides zur Vergesellschaftung großer Wohnungsunternehmen. Expertenkommission legt Bericht vor, was macht der Senat? Und schließlich Antrag der AfD-Fraktion zum Thema GEZ-Erhöhung stoppen, Zwangsbeitrag abschaffen. Eine Verständigung über das Thema ist bislang nicht erfolgt. Ich lasse daher abstimmen, und zwar über das Thema der Fraktion der SPD. Wer wie die Fraktion der SPD eine Aktuelle Stunde mit dem Thema Die Welt zu Gast bei Freunden, erfolgreiche Special Olympics in Berlin durchführen möchte, den bitte ich jetzt um das Handzeichen. Das sind die CDU-Fraktion und die SPD-Fraktion. Gegenstimmen? Bei Gegenstimmen der Fraktion Bündnis 90 Grüne und der Linksfraktion. Enthaltungen? Und Enthaltungen der AfD-Fraktion. Damit ist der Antrag angenommen und das Thema der Fraktion der SPD wird Thema der Aktuellen Stunde unter dem Tagesordnungspunkt 1 sein. Die anderen Anträge auf Durchführung einer Aktuellen Stunde haben damit ihre Erledigung gefunden. Dann darf ich auf die Ihnen zur Verfügung gestellte Dringlichkeitsliste verweisen. Die Fraktionen haben sich darauf verständigt, die dort verzeichneten Vorgänge unter den Tagesordnungspunkten 9 bis 9c, 13a sowie 19 bis 20a und 40a in der heutigen Sitzung zu behandeln. Ich gehe davon aus, dass den zuvor genannten Vorgängen die dringliche Behandlung zugebilligt wird. Widerspruch zur Dringlichkeitsliste höre ich nicht. Damit ist die dringliche Behandlung der Vorgänge so beschlossen. Zu Tagesordnungspunkt 13a. Dringliche Vorlage zur Beschlussfassung, Drucksache 19/1074, zweites Gesetz zur Änderung des Berliner Mobilitätsgesetzes. Darf ich festhalten, dass Einvernehmen hinsichtlich der Dringlichkeit besteht, sodass die nach unserer Geschäftsordnung erforderliche Zweidrittelmehrheit für die Ergänzung der Tagesordnung besteht. Unsere heutige Tagesordnung ist damit so beschlossen. Auf die Ihnen zur Verfügung gestellte Konsensliste darf ich ebenfalls hinweisen und stelle fest, dass auch hier kein Widerspruch erfolgt. Die Konsensliste ist damit angenommen. Dann darf ich Ihnen noch die Entschuldigung des Senats mitteilen. Frau Senatorin Dr. Badenberg ist wegen der Verbraucherschutzministerkonferenz abwesend und Frau Senatorin Dr. Ciborra nimmt bis etwa 15 Uhr an der Sitzung einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur Krankenhausreform teil. Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 1. Das ist die Aktuelle Stunde zum Thema Die Welt zu Gast bei Freunden, erfolgreiche Special Olympics in Berlin. Auf Antrag der SPD. Und an dieser Stelle freue ich mich sehr, hierzu auch eine Delegation mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Weltspiele bei uns im Abgeordnetenhaus auf der Tribüne begrüßen zu können unter Leitung der Präsidentin. Herzlich willkommen bei uns im Abgeordnetenhaus und Ihnen herzlichen Dank für die großartige letzte Woche, die wir mit den sportlichen Ereignissen in Berlin verleben durften. Für die Besprechung steht den Fraktionen jeweils eine Redezeit von bis zu 10 Minuten zur Verfügung. Und in der Runde der Fraktionen beginnt die Fraktion der SPD und hier der Kollege Düsterhöft. Funktioniert.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Sportlerinnen und Sportler auf der Tribüne. Sie haben es gemerkt, wir hier im Parlament von Berlin sind sehr, sehr stolz auf Sie. Wir sind stolz auf Ihre tollen sportlichen Leistungen. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute bei uns sind. Und ich glaube, wir haben alle gemeinsam eine tolle Woche erlebt. Sie haben viele Medaillen geholt. Sie haben andere Sportlerinnen und Sportler aus aller Welt kennengelernt. Menschen haben miteinander getanzt und gefeiert. Egal, ob jemand eine Beeinträchtigung hat oder nicht, alle haben zusammengehalten. Über 16.000 freiwillige Helferinnen und Helfer haben mitgemacht. Die Stimmung war einzigartig und bewegend. Die Special Olympics haben uns gemeinsam weitergebracht. Wir wollen diese Stimmung nutzen, damit künftig mehr Menschen mit Beeinträchtigung Sport machen. Und wir wollen, dass Menschen mit und ohne Beeinträchtigung gut zusammenleben. Wir wissen, dass dafür noch sehr viel zu tun ist. Und Sie sollen wissen, dass wir hier im Parlament uns für Sie und Ihre Belange einsetzen. Aber tatsächlich haben wir noch gemeinsam viele Hürden abzubauen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben in der vergangenen Woche ein Sport- und Begegnungsfest der Superlative in Berlin erlebt, das von der Eröffnungsfeier im Olympiastadion bis zum Abschluss am Brandenburger Tor getragen wurde, von der Begeisterung von 7.000 Athletinnen und Athleten, ihren Begleitpersonen und Familien sowie von unglaublich hilfsbereiten Freiwilligen. Weit über 300.000 verkaufte Eintrittskarten zeigen auch, die Veranstaltung wurde von den Berlinerinnen und Berlinern und darüber hinaus hervorragend angenommen und mit Leben erfüllt. Mein Dank gilt dem Organisationskomitee unter Leitung von Sven Albrecht, das die Veranstaltung auf dem Punkt organisiert hat. Die Sportverwaltung des Landes Berlin und des Bundes haben ebenso hervorragende Arbeit geleistet. Und ein bisschen Eigenlob muss auch sein. Vielen Dank auch an die Runde und die Abgeordneten im Bundestag, denn letztendlich haben diese Abgeordneten und auch wir das nötige Kleingeld zur Verfügung gestellt. Mit der Veranstaltung ist ein insgesamt 8-jähriger Prozess an sein Ende gekommen, von dem wir von Anfang an gesagt haben, dass die Special Olympics nicht nur ein einmaliges Sportereignis sein dürfen, sondern nachhaltig für den Abbau von Barrieren und für mehr Inklusion genutzt werden müssen. Menschen mit sogenannten geistigen und Mehrfachbehinderungen kommen so wenig im Sport an wie keine andere Zielgruppe. Nicht einmal 10% treiben regelmäßig Sport. Dabei haben es die vielen Interviews mit Athletinnen und Athleten gezeigt. Sport schafft Begegnung, gibt Selbstvertrauen und macht selbstständiger. Deshalb lohnt es sich, die inklusiven Strukturen zu stärken. Wir haben hierzu mit dem letzten Haushalt begonnen, den Verband Special Olympics Berlin zu fördern, der die notwendige Vernetzung organisiert und die Expertise hat. Und wir fördern schon heute niedrigschwellige Sportangebote wie Sport im Park, die auch gut für Menschen mit Lernbeeinträchtigung geeignet sind. Und wir wollen die Vereine unterstützen, die sich auf den Weg gemacht haben, inklusive Sport- und Bewegungsangebote zu machen und Menschen mit Lernschwierigkeiten in den Vereinsalltag zu integrieren. Dabei sollten wir auf das Know-how der Vereine zurückgreifen, die es heute schon hervorragend machen. Ich denke da beispielsweise an Pfeffersport oder die Karower Dachse. Wir müssen mehr Sporthallen und Plätze so gestalten, dass sie inklusiv sind. Das sind oftmals Kleinigkeiten wie vernünftige Wegeleitsysteme, einfache Beschriftungen, ruhige Farbgebungen, Kleinigkeiten, die oft nicht viel kosten, aber tatsächlich einfach einmal bedacht werden müssen. Diese Barrierefreiheit von öffentlichen Sporthallen müsste uns dank der UN-Behindertenrechtskonvention eigentlich seit 15 Jahren eine Verpflichtung sein. Unsere Gesellschaft, unsere Verwaltung, wir als Abgeordnete nehmen diese Verpflichtung aber nicht ernst genug. Ob im Sport, auf Kinderspielplätzen, in unseren Schulen, in unserer Arbeitswelt oder bei nicht funktionierenden Fahrstühlen oder Rolltreppen, unsere Gesellschaft ist noch immer nicht inklusiv. Wir sind in großen Teilen exklusiv. Das inklusive Denken
fällt uns oftmals sehr schwer. Ich bin aber sicher, dass die Special Olympics einen riesigen Anteil daran haben, dass dieses Thema stärker in den Vordergrund gerückt wurde und auch in Zukunft wird. Sport, liebe Kolleginnen und Kollegen, gehört für die meisten von uns irgendwie zum Alltag dazu, mal mehr, mal weniger. Für die Athletinnen und Athleten der Special Olympics aber ist der Sport fast immer das Tor für ein besseres Leben. Fast alle, die als Athletinnen und Athleten in Berlin teilgenommen haben, haben auch das Programm Healthy Athletes durchlaufen und dann insgesamt 8 Stationen gesundheitliche Beratung bekommen. Wir reden von einer Zielgruppe, die sich oft nicht ausreichend verständlich machen kann, die in vielen Ländern der Welt zudem auf mäßig entwickelte Gesundheitssysteme trifft. Die Folgen sind Schuhe in der falschen Größe, schlechte Zähne, Übergewicht, falsche oder gar keine Sehhilfen, fehlende Hörgeräte. Basics, könnte man meinen. Es sind diese Geschichten, die mich besonders berührt haben zu hören. Eine Athletin, die hier unbedingt eine Medaille holen wollte, aber viel glücklicher darüber war, dass sie nach vielen Jahren erstmals eine passende Brille hat. Über 3000 Brillen konnten mit Hilfe von Sponsorinnen und Sponsoren während der Spiele gefertigt werden. Über 3000. Oder die Geschichte einer Sportlerin, bei der durch die Untersuchung der Ohren herausgekommen ist, dass sie schlicht fast nichts hört. Sie erhielt ein Hörgerät und hört erstmals nach vielen Jahren wieder richtig. Kaum zu glauben. Da braucht man dann, glaube ich, auch gar keine Medaille mehr zu gewinnen. Da ist das Hörgerät das größte Geschenk überhaupt. Insgesamt wurden ebenfalls durch Sponsorinnen und Sponsoren über 500 neue Hörgeräte ausgegeben und somit die Lebensqualität nachhaltig verbessert. Liebe Kolleginnen und Kollegen, seit den Olympischen Spielen von 1972 waren die Special Olympics eine der größten Sportveranstaltungen in Deutschland, ganz gewiss hier in Berlin. Wir haben ein großes Sportfest erlebt, bei dem Freundschaft und Begegnung im Mittelpunkt standen und sportliche Höchstleistungen erbracht wurden. Viele Familien haben uns erzählt, aber auch wir selbst haben es ja gemerkt, wie beeindruckt wir und sie von Berlin waren und sind. Und sie wollen auch wiederkommen. Bilder aus einem bunten und freundlichen Berlin sind mal wieder um die Welt gegangen. Eine sehr schöne Sache. Die Geschichte des Berliner Olympiageländes, die Nutzung des Sports und der Spiele von 1936 für die Hitlerpropaganda dürfen und werden wir aber niemals vergessen. Aber, das ist das Wichtige und das Schöne, 2015 haben im Olympiapark mit der Eröffnungsfeier in der Waldbühne die Maccabi Games, die Weltspiele der Sportlerinnen und Sportler jüdischen Glaubens, stattgefunden. Und jetzt, 2023, sind nun Sportlerinnen und Sportler aus aller Welt mit Beeinträchtigungen in das Olympiastadion eingelaufen. Was für eine Wendung der Geschichte, dass in den Monumenten von einst heute die Menschen Sportfeste feiern, die von den Nazis entmenschlicht, verfolgt und vernichtet wurden. Was für eine tolle Geschichte. Berlin hat einmal mehr gezeigt, dass es große Sportveranstaltungen organisieren und auch leben kann. Und wie viele Sportfeste zur Begegnung und Verständigung auf der Welt beitragen können. Solche Chancen sollten wir gemeinsam auch in Zukunft nutzen. Haben Sie vielen Dank. Vielen Dank. Für die Fraktion Bündnis 90 Grüne hat jetzt die Kollegin Schädlich das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Zusammen unschlagbar. Unter diesem Motto standen die Special Olympic World Games. Sie sind genau die Art von Sportgroßveranstaltung, die wir austragen wollen und die Berlins Image gut tut. Applaus
Und weil es immer wieder, gerade aus Reihen der Koalition angesprochen wird, ein Riesensportevent, das über 16 Milliarden Euro kostet, uns auf ewig verschuldet, dem Berliner Sport wegen irrer Anforderungen nicht zugutekommt und Geld in den Rachen des korrupten IOC wirft und zusätzlich auch noch zum 100-jährigen Jubiläum der Nazispiele stattfinden könnte, ist weder ein guter Vergleich mit den Special Olympics noch ein sinnvoller Vorschlag. Und ich zitiere hier auch Shriver, den Vorsitzenden des Dachverbandes der Special Olympics International, mit Erlaubnis der Präsidentin: Sie haben die Olympischen Spiele. Die größten olympischen Athleten sind jetzt gerade in Berlin. Die Special Olympics sind die Art von Großveranstaltung, die wir wollen, und keine andere. Vielen Dank. Aber zurück zum Wesentlichen. Zusammen unschlagbar waren die 7000 AthletInnen bei der weltweit größten Sportveranstaltung für Menschen mit Lernschwierigkeiten und Mehrfachbehinderungen. Hier in unserer Stadt. Unschlagbar sind die Special Olympics auch bei verschiedensten Fragen als Vorreiterin. Beispielsweise spielen hier gemischte Teams aus 160 Ländern gegeneinander. In der Veranstaltungsorganisation und als Volunteers waren ebenfalls Menschen mit Lernschwierigkeiten einbezogen. Das geht hoffentlich ab jetzt bei allen Sportgroßveranstaltungen. Die Special Olympics kümmern sich auch um die gesellschaftliche Teilhabe ihrer AthletInnen, beispielsweise um die Jobvermittlung, und haben Gesundheitsangebote gemacht. Mit neuen Bewertungsmaßstäben zeigen die Special Olympics, wie man auch in anderen Bereichen inklusiver werden kann. Und die Special Olympics haben es geschafft, den Wettkampfgedanken aus dem Sport zu nehmen. Kein übertriebener Ehrgeiz, es ging einfach um das Miteinander. Ich möchte mich auch bedanken bei den 7000 AthletInnen, bei den OrganisatorInnen, den Hosts des Hosttown-Programms und den 15.000 Volunteers, die all das in Berlin möglich gemacht haben. Heute ziehen wir als Parlament eine erste Bilanz. Wie hat sich Berlin als Gastgeberin dieser Veranstaltung geschlagen? Menschen mit Lernschwierigkeiten waren in dieser Woche endlich einmal sichtbar. Es darf nur nicht der Fehler gemacht werden, dass es bei diesem einen Mal bleibt. Wir brauchen Sichtbarkeit und Teilhabe das ganze Jahr über. Sichtbar gemacht werden müssen auch die Barrieren im Alltag aller Menschen mit Behinderungen und oder Lernschwierigkeiten. Deswegen gilt es auch, sich mit den Hürden auseinanderzusetzen. Und diese hat Berlin leider nicht an allen Stellen geschafft, im Vorfeld abzubauen. Ganz im Gegenteil, Inklusion hat an vielen Stellen auch nicht so gut funktioniert. Vorhersehbare Barrieren wurden nicht abgebaut. Der Olympiapark wollte Rollstuhlplätze ermöglichen, diese hatten jedoch teilweise keine Sicht auf relevante Flächen und Monitore. Ein weiteres Beispiel ist die Unterführung beim ICC und Messegelände, die während der Spiele zwingend auf dem Weg zu vielen Veranstaltungen benutzt werden musste. Die Rollstuhltreppen und Fahrstühle im ICC funktionierten teils nicht. Tim Chowder, der Inklusionsmanager des Landessportbunds Berlin, sagte in einem Interview mit dem Tagesspiegel, ich zitiere mit Erlaubnis der Präsidentin: Berlin war nicht so vorbereitet, wie es hätte sein können, trotz 5 Jahren Vorlauf. Hier hat Berlin, hier hat die Sportmetropole teils ein schlechtes Bild abgegeben, und das wäre absolut vermeidbar gewesen. Das müssen und werden wir in Zukunft vermeiden, liebe KollegInnen. Diese Punkte gehören halt auch dazu, wenn wir heute über die Special Olympics sprechen. Denn es muss ja wohl unser Anspruch sein, hier noch besser zu werden. Und deshalb ist der Senat auch in der Pflicht, einen ehrlichen Bericht vorzulegen und die notwendigen Konsequenzen zu ziehen. Die Leitfragen müssen sein: Wie kann bei kommenden Sportveranstaltungen sichergestellt werden, dass Barrieren im Umfeld der Stadien beseitigt werden? Wie kann die Vorbereitung verbessert werden, sodass diese Fehler nicht passieren? Und wie erreichen wir komplett barrierefreie Sportstätten in Berlin? Inklusion im Sport funktioniert nur dann, wenn klar ist: Inklusion ist kein Nice-to-have, sondern Pflichtaufgabe für jede kommende Veranstaltung in unserer Stadt. Infrastruktur ist natürlich die Voraussetzung. Das hat man auch bei den Special Olympic World Games gesehen. Barrierefreie Sportstätten können nicht genutzt werden, wenn man nicht hinkommt. Barrierefreiheit braucht es also nicht nur in den Sportstätten, sondern auch auf dem Weg dahin und natürlich für das Publikum. Und ja, wir haben das Projekt Jahn-Sportpark und ja, wir unterstützen auch das Projekt Inklusionsstadion, aber das reicht bei weitem nicht aus. Denn damit der Standort auch dem Breitensport, ob organisiert oder nicht organisiert, zugutekommt, muss vor allem der Park in den Blick genommen werden.
Dieser darf nicht weiter hintendran und nebenbei mitgeplant werden, sondern muss vielmehr ins Zentrum der Überlegungen und Planungen rücken. Der Alltag da draußen für viele Menschen ist nicht besser durch ein einziges Leuchtturmprojekt. Damit Berlin tatsächlich vor Inklusion hell erleuchtet, braucht es ganz viele Laternen in der gesamten Stadt. Deshalb sollten ab heute alle neuen Sportstätten inklusiv gebaut werden, in allen Bezirken und für alle erreichbar. Ob das gelingt und wie ernst das Thema Inklusion im Sport vom Senat tatsächlich genommen wird, das wird auch der nächste Doppelhaushalt zeigen. Und auch hier, liebe KollegInnen, erwarten wir, dass den Ankündigungen Taten folgen. Denn wir sehen, es gibt noch viel zu tun. Diesen Rückenwind der Spiele müssen wir nutzen und nicht vorbeiziehen lassen. Es gilt jetzt im Sport, aber auch in allen anderen Lebensbereichen, eine Revolution in Sachen Inklusion anzustoßen. Hier kommt es auf politischen Willen an. Berlin muss am Ball bleiben. Großereignisse sollen einen Mehrwert für die Gesellschaft haben. Sie sollen uns alle mitnehmen. Und Inklusion, liebe Kolleginnen und Kollegen, geht uns alle etwas an. Von Barrierefreiheit profitieren wir alle. Haben Sie sich schon mal das Bein gebrochen, einen Rollstuhl oder einen Kinderwagen irgendwo entlang geschoben? Ja, dann wissen Sie, wie es ist, wenn der Weg versperrt ist, wenn man nicht ernst genommen und oder belächelt wird. Aber meine lieben Kolleginnen und Kollegen, wir sind es hier in diesem Haus, die es in der Hand haben, all diese Dinge zum Besseren zu wenden. Liebe KollegInnen, lassen Sie uns Inklusion nicht nur zu Großereignissen aus der Mottenkiste holen, sondern zum gesamtgesellschaftlichen Leitbild machen. Immer noch sind nur 1 von 10 Personen mit Lernschwierigkeiten in Deutschland Mitglied in einem Sportverein. Hier müssen wir besser werden, Angebote für alle schaffen, die Sport treiben wollen. Inklusion heißt, niemanden zu isolieren, sondern allen Teilhabe zu ermöglichen. Die Berliner Politik muss Vereine unterstützen, aber auch in die Pflicht nehmen, ihr inklusives Angebot auszubauen. Gleiches gilt für unseren Landessportbund, der in dem Bereich mehr Schulungen der Trainerinnen und ÜbungsleiterInnen organisieren kann. Und wenn wir öffentliche Gelder vergeben, warum machen wir dann keine Vorgaben für Inklusion? Und auch Lehrkräfte müssen dringend weitergebildet werden, damit schon in der Schule inklusiver Sport gemacht wird, der dann später in den Vereinen weitergeführt werden kann. Insgesamt muss man sich, wenn man es ernst meint, mit einer allgemeinen Reform des Schul- und Ausbildungssystems beschäftigen. 2019 waren nur 30 von 800 Berliner Schulen barrierefrei. Das reicht natürlich bei weitem nicht. Inklusion von klein auf, Inklusion das ganze Leben lang. Das muss das Leitbild für die Berliner Politik sein. Liebe Frau Spranger, Sie werden gleich sagen, wie toll das alles war, wie stolz Sie auf alle Beteiligten sind und dass Berlin eine Sportmetropole ist, die Großveranstaltungen kann. Vielleicht können Sie mir den Wunsch erfüllen, dann auch darzustellen, wie wir jetzt beim Thema Inklusion im Sport vorankommen wollen. Und vor allem auch, bis wann können die Menschen mit konkreten Ergebnissen rechnen? Welche Zeitpläne und Zielmarken hat sich der Senat gesetzt? Die klare und berechtigte Erwartung an uns ist, dass die Politik die Themen Inklusion im Sport sowie in der Gesamtgesellschaft aufgreift und auch umsetzt. Wir erwarten vom Senat, die Inklusionsrevolution voranzutreiben, die Aufmerksamkeit auf das Thema jetzt weiter aufrechtzuerhalten, indem sich wirklich etwas für die Menschen verbessert. Betroffene kämpfen schon lange gegen die Barrieren, leben mit den Hürden und Ungerechtigkeiten jeden Tag. Es ist mehr als an der Zeit, im Sport und darüber hinaus die Situation zum Positiven umzukrempeln. Jetzt kann der Senat zeigen, wie ernst es damit gemeint ist, dass Sport in Berlin eine gesellschaftliche Strahlkraft hat und sich auf den Weg machen, Inklusion tatsächlich umzusetzen. Damit Berlin zusammen und schlagbar ist und bleibt. Vielen Dank. Vielen Dank. Für die CDU-Fraktion hat der Kollege Standfuß jetzt das Wort. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Sportlerinnen, Sportler und Teilnehmer der Special Olympic World Games letzte Woche hier bei uns in Berlin. Als Sportpolitiker hat man es manchmal nicht so einfach. Man
muss schon, beziehungsweise die Sportmetropole Berlin muss schon mit internationalen Großerfolgen und Großveranstaltungen aufwarten können, damit man hier in der Aktuellen Stunde mal mehr als 3 Minuten sprechen darf. Und meine Damen und Herren, ich sage nur Special Olympics, World Games bei uns in Berlin, die größte Multisportveranstaltung seit den Olympischen Spielen 1972. Ich glaube, Berlin hat das geschafft. Wir haben das geschafft. Man kann stolz sein auf das, was Berlin in der letzten Woche geleistet hat. Was, meine Damen und Herren, war das für eine grandiose Woche für diese Stadt? Was waren das für mitreißende Bilder, die um die ganze Welt gingen, angefangen mit dem Berliner Abend im Verkehrsmuseum, mit der Eröffnungsveranstaltung im farbenfroh erleuchteten und gut gefüllten Olympiastadion, vor allem natürlich mit den tollen Wettkämpfen, natürlich den Athletinnen und Athleten, die Höchstleistung vollbracht haben, den Ehrenamtlichen, den Volunteers, den Helfern und den Betreuern, ja bis hin zur Abschlussveranstaltung mit mehr als 20.000 Besuchern vor dem Brandenburger Tor. Da hat kein weiterer mehr reingepasst. Ganz großer Sport. Was war das für eine großartige Stimmung hier in der Sportmetropole Berlin? Wo man auch war, überall nur fröhliche Gesichter, geschätzt bis zu 10.000 Umarmungen alleine für die Maskottchen. Unter den Athleten konnte man die Umarmung nicht zählen, aber ich gehe davon aus, dass es um ein Vielfaches mehr war. Was war das für eine großartige Organisationsleistung? Natürlich zum einen seitens der Veranstalter und hier auch mal ganz herzliche Grüße an die Vertreter der Special Olympics Berlin, Karin Halsch als Vorsitzende und Philipp Bertram als Geschäftsführer. Aber auch seitens der Förderer, dem Bundesinnenministerium und vor allem natürlich der Senatsverwaltung für Inneres und Sport in Berlin. Und so war es auch kein Wunder, meine Damen und Herren, dass wir über die ganze Woche dieser großartigen Veranstaltung, den Special Olympic World Games, auch einen gut gelaunten regierenden Kai Wegner gesehen haben und auch eine gut gelaunte Innen- und Sportsenatorin Iris Spranger, die dieses Top-Sport-Event mit ihrem Team, angeführt von der Staatssekretärin Frau Böcker-Giannini, hier in Berlin überhaupt erst ermöglicht hat. Der Redakteur des Tagesspiegels, Herr Goldstein, schreibt dazu, und ich zitiere mit Erlaubnis der Präsidentin, so viele vor Freude strahlende Menschen auf einem Haufen habe ich lange nicht mehr in dieser Stadt getroffen. Das hat nicht nur beflügelt, sondern an vielen Stellen viele Menschen auch sehr berührt. Und es berührt einen auch, wenn man weiß, wie wichtig diese Spiele gerade für die Menschen mit geistiger Einschränkung hier in Berlin waren. Die große Anzahl der Teilnehmer, insgesamt übrigens 7.000 Athletinnen und Athleten aus 176 Delegationen, gehören leider immer noch zu einer Minderheit von 8%, die überhaupt keinen Zugang zum Sport haben. Und genau deshalb ist die Idee der Special Olympics Global 1968 von Eunice Kennedy Shriver, einer Schwester von US-Präsident John F. Kennedy, ins Leben gerufen wurde und in der letzten Woche in Berlin einen ihrer Höhepunkte erlebte, für 5,2 Millionen Athleten in 174 Ländern so wichtig. Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung stärkere Aufmerksamkeit und Teilhabe zu verschaffen. Das war Sinn und Ziel dieser Veranstaltung. Und die Fakten zeigen, dass wir genau dieses Ziel in der letzten Woche hier bei uns in Berlin mit Bravour erreicht haben. Und meine Damen und Herren aus den anderen Fachbereichen, Kultur etc., Sie müssen jetzt ganz hart sein, denn jetzt kommen weitere Superlative. 7.000 Athleten aus 174 Ländern, kann man gar nicht oft genug sagen. Übrigens aktuell fast ausgeglichen, Männer und Frauen. Die größte Delegation kam übrigens mit 573 Teilnehmern aus Deutschland, davon 48 aus Berlin. Die älteste Athletin, die dabei war, wird jetzt im August 70 und die jüngste Athletin, die dabei war, war gerade erst 12 Jahre alt geworden. Und was besonders, finde ich, bemerkenswert ist, 3 Athleten nehmen schon mehr als 40 Jahre an den Special Olympics teil. Das zeigt auch die Bandbreite, die dieses Angebot, diese Sportveranstaltung abdeckt. Insgesamt waren es 9 Wettbewerbstage in 26 Sportarten mit 1334 Wettbewerben und der gleichen Anzahl übrigens an Siegerehrungen. Das macht 4.002 Medaillen. Für großartige Leistungen, erstens für die Erst- bis Drittplatzierten, aber auch
für alle anderen Teilnehmer. Und das ist gerade das Schöne an der Veranstaltung. Und im Unterschied zu den Olympischen Spielen und Paralympischen Spielen wird bei den Special Olympics kein Medaillenspiegel geführt. Man stellt hier ganz bewusst die Zusammenkunft und ein sportliches Miteinander in den Vordergrund und verzichtet auf Konkurrenzdruck. In 8 Sportstätten wurden um Medaillen gekämpft. Zentrale Orte waren das Berliner Messegelände sowie der Olympiapark. Als Veranstaltungsort für die Eröffnungsfeier wurde das Olympiastadion, nicht ohne Grund, gerade schon erwähnt, ausgewählt. Für die Abschlussfeier im Bereich um das Brandenburger Tor. Das waren runde Veranstaltungen, die schöne Bilder in die Welt gesandt haben. Die Zielsetzung war es, sowohl hervorragende Wettbewerbsstätten zu bieten, als auch die Wettbewerbe in die Innenstadt zu bringen, um auch Touristen und all jene aufmerksam zu machen, die eher die Innenstadtbezirke frequentieren. Und das ist auch geglückt. Bestimmte Wettbewerbe fanden eben genau deshalb auf der Spree, auf der Straße des 17. Juli oder an der Oberbraunbrücke statt. Auch die TV-Einschaltquoten waren bei solchen Wettbewerben so groß wie nie zuvor. Wir hatten im Olympiastadion schon abends durchschnittlich über eine halbe Million Zuschauer. Dort wurde auf dem Innenfeld wurden sowohl die Athleten empfangen als auch die Flame of Hope, die in Athen entzündet wurde, entsprechend übergeben. Die Allianz von 11 Medienhäusern sorgte unter anderem für mehr als 400 Stunden Live-Programm. 135 Spielstätten sind digital vernetzt gewesen. Das ist mehr als bei jenen Olympischen Spielen zuvor. Zu den Volunteers, 18.000 Volunteers aus 126 Ländern unterstützen dabei die Durchführung. 9.000 Familienmitglieder waren bei der Veranstaltung beim Empfang mit dabei im Berliner Zoo. 216 Kommunen waren vor den Spielen im Hosttown-Programm Gastgeber für die Delegationen. Und rund 5.000 Athleten, und das ist sehr wichtig, nutzen das Hilfsprogramm Healthy Athletes. Und das begleitet die Veranstaltung als Gesundheitsprogramm mit. Wir haben es eben schon erwähnt gehabt, bei dem die Athleten von Gesundheitsexperten kostenlose medizinische Untersuchungen und Beratungen erhielten. Es dient dazu, die medizinische Grundversorgung gerade von Menschen mit geistiger Einschränkung und Mehrfachbehinderung zu verbessern. Und 100 Ärzte, 70 Zahnärzte, 715 Studierende, Auszubildende unterstützen dieses Programm als freiwillige Helfer. Da mal ein herzliches Dankeschön an alle, die das gemacht haben. Es kam zu über 10 akademischen Studien, gerade im Gesundheitsbereich, so viele wie nie zuvor bei Special Olympic World Games. Die Aufzählung von Fakten, Superlativen könnte ich jetzt noch unendlich fortsetzen. Aber ich glaube, an der Stelle ist auch noch mal Zeit, sich ganz herzlich zu bedanken. Bei all denen, die diese tolle Woche ermöglicht haben, vorneweg natürlich bei den ganz zahlreichen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern. Bei den Volunteers, bei den Veranstaltern, natürlich auch beim Landessportbund, der das mit begleitet hat, und bei der Senatsverwaltung, hier vertreten durch Iris Spranger. Aber man muss auch fair sein, auch bei allen Fraktionen. Denn dieses Projekt ist tatsächlich fraktionsübergreifend unterstützt worden. Und vor allem, ganz wichtig zum Schluss, aber mit am wichtigsten Dank an alle Berlinerinnen und Berliner, die für eine großartige und tolle Stimmung in dieser Stadt gesorgt haben und damit gezeigt haben, dass die Athleten und alle Teilnehmer hier in Berlin zu Gast bei Freunden waren. Ja, natürlich hat die Veranstaltung auch was gekostet, aber sie hat vor allem sehr viel gebracht. Berlin hat mit diesen Spielen, die perfekt organisiert waren, der großen Anzahl von Teilnehmern und Helfern, die zu koordinieren waren, und insgesamt 330.000 Besucherinnen und Besuchern bewiesen, dass es sportliche Großveranstaltungen stemmen kann. Und wir müssen 2 Auswertungsergebnisse an der Stelle bewerten und benennen. Wir müssen den Schwung mitnehmen, zum einen den Impuls für den Inklusionsgedanken. Das gilt sowohl für die Vereine. Pfeffersport wurde hier eben schon als vorbildlicher Verein genannt. Es gilt aber auch für die Förderprogramme über den LSB und natürlich auch für die zukünftige Planung von Sportstätten. Da muss noch mehr passieren. Da gebe ich Frau Schädlich an der Stelle auch recht. Gleichzeitig aber, meine Damen und Herren, freuen wir uns auch über die angenehme Art und Weise, die die Berlinerinnen und Berliner hier an den Tag gelegt haben und die klargemacht haben, man ist hier zu Gast bei Freunden. Und das Interesse, das die Berlinerinnen und Berliner gezeigt haben an Großveranstaltungen, kann man hier an der Stelle nicht wegreden. Es war großartig. Und es geht auch weiter mit Großveranstaltungen in der Sportmetropole. Nächstes Jahr die EM hier bei uns in Deutschland.
Und ja, meine Damen und Herren, es wurde eben schon angesprochen, natürlich auch die Bewerbung für die Olympischen Spiele 2036. Und Frau Schädlich, da bin ich eben komplett anderer Meinung. Ich glaube, dass die Stadt erstens bewiesen hat, dass sie Großveranstaltungen kann. Zweitens ist es eine grandiose Chance für diese Stadt, gerade auch was die Aufklärungskampagne angeht. Nach den Nazispielen 1936, 100 Jahre später, kann man zeigen, was Berlin machen kann, was Berlin erreichen kann, wie sich Berlin auch zum Positiven verändert hat. Aber natürlich auch, was die Nachhaltigkeit angeht. Das müsste ja auch in Ihrem Sinne sein. Wir haben die Möglichkeit, in Berlin wirklich nachhaltige Spiele anzubieten. Und das gilt für die gesamte Sportinfrastruktur. Und am Ende ist es natürlich auch ein Asset für alle 750.000 Sportlerinnen und Sportler, die hier in Berlin in Vereinen organisiert sind, aber auch für alle, die zusätzlich noch obendrauf kommen, die hier Freisport in dieser Stadt betreiben. Deshalb, meine Damen und Herren, nehmen wir auch da den Schwung mit, bewerben uns für die Olympischen Spiele 2036. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Und für die Linksfraktion hat die Kollegin Schubert jetzt das Wort. Ach, geht automatisch. Ja, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Athletinnen und Athleten, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, die Special Olympics waren toll. Ein tolles Erlebnis für alle, die dabei waren, als Athletinnen und Athleten, als Zuschauerinnen, als Volunteers, als Fans. Und wir sollten sie zum Anlass nehmen, in den zuständigen Ausschüssen über den Stand von Inklusion im Sport zur Funktion von Sport für gesellschaftliche Inklusion zu diskutieren und Vereinbarungen über weitere notwendige Schritte zu treffen. Dass wir jetzt in der Aktuellen Stunde die Special Olympics abfeiern, ist jedoch seltsam. Denn es geht der Koalition mit dieser Aktuellen Stunde doch gar nicht um eine Auswertung, um weitere Handlungsnotwendigkeiten, um eine politische Einordnung. Es geht ihr darum, sich selbst abzufeiern. Dabei ist das ihr Verdienst ehrlich gesagt am geringsten. Und es geht ihr darum, sich vor unangenehmen Themen zu drücken. Gestern hat die Expertinnenkommission ihren Bericht zu den Möglichkeiten zur Vergesellschaftung großer profitorientierter Immobilienkonzerne vorgelegt. Die Koalition hat nicht den Mumm, über die Schlussfolgerung und den Weg zur Umsetzung des Volksentscheids Deutsche Wohnen und Co. zu diskutieren. Und seit zwei Wochen übt sich die kleine GroKo in verkehrspolitischen Rollback in die 50er Jahre und sie hat nicht den Mut, sich hier darüber auseinanderzusetzen. Das ist schon ein bisschen zum Fremdschämen. Doch zurück zu den Special Olympics. Es waren 9 tolle Tage. Ich habe mir auch einiges angesehen. Ich habe erlebt, wie sich das Stadtbild verändert hat, wie herzlich viele der Athletinnen und Athleten, der Betreuerinnen und Volunteers behandelt wurden, in der S-Bahn, auf der Straße. Anfeindungen habe ich nicht erlebt. Das heißt aber nicht, dass es sie nicht gegeben hat. Das weiß ich einfach nicht. Die Special Olympics waren eine Werbung für den inklusiven Sport, den gemeinsamen Sport von Menschen mit und ohne Behinderung. Sie haben gezeigt, dass Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen zu großartigen Leistungen fähig sind, sportlicher Natur und vor allem auch menschlicher Natur. Die Bilder von Esmeralda Encarnación Dispiau und Sarah Gandura gingen um die Welt. Und ich kann es nachvollziehen, als ich früher mal Leistungsschwimmen gemacht habe, habe ich auch irgendwann mal vergessen, die Bahnen zu zählen. Also ich kann das total nachvollziehen, dass sowas passiert und ich fand es großartig. Ich will mich ganz herzlich bedanken bei allen, die das organisiert haben, die das alles mitgemacht haben, auch an die Organisatorinnen. Und es sind 2 ehemalige Mitglieder unseres Abgeordnetenhauses hier auch da an führender Stelle. Sie wurden schon begrüßt. Karin Heitsch und Philipp Bertram, vielen Dank. Sicher mehr sportliche Events über die ganze Stadt verteilt wären noch schöner gewesen. Die ganze Stadt noch mehr einzubeziehen wäre auch fein. Das könnte zu den Fragen gehören, die wir in den zuständigen Ausschüssen vertiefen sollten. Die Special Olympics wurden in den 60er Jahren, wir haben es schon gehört, in den USA ins Leben gerufen. Seit 20 Jahren finden sie auch außerhalb der USA statt. Dieses Jahr das erste Mal in Deutschland. Und die öffentliche Aufmerksamkeit war groß. Live-Übertragungen waren ein Novum für den Sport von Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen. Und es ist gut. Jetzt müssen wir das Momentum nutzen, um den inklusiven Breitensport hier in Berlin voranzutreiben. Er kann eine Brücke sein, um Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen zusammenzuführen, die UN-Behindertenkonvention umzusetzen. Sie gilt seit 15 Jahren und verpflichtet die Mitgliedstaaten, Barrieren abzubauen, damit Menschen mit Handicaps gleichberechtigt am gesellschaftlichen Leben teilhaben können. Es geht nicht um Sonderrechte, sondern um Hindernisabbau.
Und dafür haben wir noch einen weiten Weg zu gehen. Das wurde hier auch schon gesagt. Deswegen ist es schlau, jetzt die Special Olympics 2023 als Katalysator zu nutzen. Noch immer gibt es Berührungsängste zu Menschen, gerade mit geistiger Beeinträchtigung. Noch immer gibt es viel zu wenige inklusive Sportanlagen. Noch immer scheitern zu viele Sportbegeisterte an fehlenden Transportmöglichkeiten zu den Sportstätten, weil Begleitdienste und Assistenzdienste zu wenig verfügbar sind. Sport ist richtig dosiert gesund für Menschen mit wie ohne Behinderung. Doch nur ein Drittel der Menschen mit Behinderung und noch weniger der Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen treiben regelmäßig Sport, dagegen fast die Hälfte der Menschen ohne Beeinträchtigungen. Diese Lücke müssen wir schließen durch inklusive Angebote und gezielte Förderung des Breitensports, der Vereine und Initiativen, die gemeinsam Sport treiben und bewusst inklusiv gestalten. Inklusiv gestalten heißt, dass die Sportanlagen für mobilitätseingeschränkte Menschen genauso nutzbar sind wie für uneingeschränkte. Dass die Angebote Menschen mit geistiger Behinderung in leichter Sprache unterbreitet werden, um Ausgrenzung von vornherein zu minimieren. Die öffentlich-rechtlichen Medien haben über die Special Olympics in leichter Sprache informiert. Das ist toll. Warum gibt es diese Angebote nicht auch regelmäßig über Politik, über Gesellschaft, über Umwelt? Inklusiv gestalten heißt, dass Leistungssport nicht mehr nur als höher, schneller, weiter begriffen wird. Das Motto der Special Olympics hat mich beeindruckt. Ich darf zitieren mit Genehmigung der Präsidentin. Ich will gewinnen, doch wenn ich nicht gewinnen kann, will ich mutig mein Bestes geben. Das Land Berlin hat die Special Olympics finanziell sehr gut unterstützt. Es fördert die Special Olympics Berlin und scheint das auch weiter tun zu wollen. Das ist eine der wenigen guten Nachrichten, die bisher aus den Haushaltsberatungen durchgesickert sind. Denn die Special Olympics sind nicht nur Weltfestspiele alle 2 Jahre im Wechsel Winter- und Sommerspiele. Sie sind ein dauerhaftes Angebot inklusiven Sports von Menschen mit und ohne Behinderung. Es gibt regionale Wettbewerbe, landesweite Wettbewerbe. Zu den Weltspielen zu kommen, ist ein Weg, der nicht geprägt ist von Leistungsdruck, Dopingdruck, Kommerz, sondern von persönlicher Entwicklung, von Erfolgen, auch natürlich von Misserfolgen. In den Unified Teams kann jede und jeder mitmachen. Das ist ein toller Ansatz und es ist gut, dass er weiterläuft. Auch über die Gesundheitsberatung wurde hier schon gesprochen, die kostenlosen Untersuchungen. Das ist wirklich eine hervorragende Sache. Ziel muss sein, dass alle Sportvereine inklusive Angebote machen können in der ganzen Stadt, dass auch Menschen mit geistiger Beeinträchtigung zu Übungsleiterinnen ausgebildet werden, dass sie in den Vereinsvorständen mitwirken, dass inklusiver Sport zur Selbstverständlichkeit wird. Und natürlich ist es eine Vision, dass auch die großen Sportfeste eines Tages inklusiv ablaufen. Dass es Leichtathletik-Weltmeisterschaften gibt, bei denen Sportlerinnen und Sportler mit und ohne Beeinträchtigung zusammenkommen. Sicher in unterschiedlichen Leistungsklassen, aber gemeinsam. Es ist eine Vision, dass wir wegkommen von der Unterscheidung von richtigem Sport für Hochleistungsathletinnen ohne Behinderung und den Sonderveranstaltungen für Menschen mit körperlichen oder geistigen Beeinträchtigungen. Da bis dahin noch ein weiter Weg ist, sind Special Olympics, auch für die, ähnlich wie die Paralympics, wichtige Meilensteine, um Menschen mit Behinderung sichtbar zu machen, den Abbau von Barrieren und Diskriminierung zur gesamtgesellschaftlichen Aufgabe und damit von uns allen zu erheben, Inklusion zu leben und damit Vielfalt und Unterschiede als Chance zu wertschätzen. Eines sind die Special Olympics aber ganz sicher nicht, eine Blaupause für Olympische Spiele in Berlin. Denn die Special Olympics sind eben kein profitgetriebenes Kommerzspektakel, bei dem der Sport nur noch Beiwerke sind. Sie sind kein Katalysator für Gigantomanie, Gentrifizierung und Zerstörung ganzer Stadträume, wie wir sie in London oder Barcelona besichtigen können. Und schon gar nicht wird Olympia 36 relativiert 100 Jahre später. Dieser Nazi-Barbarei muss unvergessen bleiben. Und wir können uns vorstellen, was hier in 2036 los wäre, wenn hier Olympische Spiele wären. Das wäre ein Stelldichein aller Nazis aus der gesamten Bundesrepublik, vermutlich aus ganz Europa. Das sollten wir einfach sein lassen. Die Special Olympics haben auf den Strukturen aufgesetzt, die da sind. Sie haben die vorhandenen Sportanlagen genutzt und sind hoffentlich Katalysator für den barrierefreien Ausbau der vorhandenen und neu zu schaffenden Anlagen. Die Delegationen haben sich, das wurde auch schon gesagt, in über 200 Gemeinden in ganz Deutschland vorbereitet, was ja irgendwie das halbe Land mit einbezogen hat, was wirklich eine tolle Sache, ein tolles Gemeinschaftswerk, bei dem Sport, Gesundheit und vor allem Freude und Solidarität im Mittelpunkt standen.
Lassen Sie uns den Schwung nutzen, Inklusion im Land Berlin voranzutreiben. Zusammen und schlagbar, das Motto der Special Olympics, könnte auch ein Motto für die weitere inklusive Sportpolitik und die sportorientierte Inklusionspolitik in Berlin sein. Vielen Dank. Das war's. Vielen Dank. Und für die AfD-Fraktion hat der Abgeordnete Woldert jetzt das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren Kollegen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer auf der Gästetribüne, insbesondere die Delegation der Athletinnen und Athleten. Erstmal herzlich willkommen. Und ich wollte anders anfangen, aber Frau Schubert, Sie haben kritisiert, dass die Koalition dieses Thema heute zur Aktuellen Stunde anmeldet. Sie haben es kritisiert, weil Sie aus Ihrer Bewertung wichtigere Themen heute in der Aktuellen Stunde gerne hätten beraten wollen. Sie sprachen das Thema Enteignung an. Ich gebe Ihnen recht, dass es in der Tat Themen gibt, die die Menschen bewegen in der aktuellen Zeit. Inflation, Energiekrise und Ähnliches. Und es läuft in Berlin wirklich nicht immer alles rund. Ich glaube sogar die wenigsten Dinge. Aber wenn es mal gelingt, ein hervorragendes Sportereignis auf die Beine zu stellen, was so viel Euphorie, was so viel Leidenschaft, was so viel Freude in diese Stadt bringt, was Berlin wirklich mal nach außen positiv darstellen lässt, dann hat es das Thema verdient, ganz prominent in der Aktuellen Stunde behandelt zu werden, meine Damen und Herren. Und ich erinnere mich noch an die letzte Sitzung des Sportausschusses. Das war unmittelbar vor der Eröffnung am Samstag. Und dort hatten wir in einer Anhörung den Geschäftsführer der Special Olympics, Herrn Philipp Bertram und Herrn Silbersack, zu Gast, die uns Rede und Antwort gestanden haben. Und ich war beeindruckt. Ich war beeindruckt von der Euphorie, ja, was die beiden Menschen ausgestrahlt haben, von der Vorfreude. Und ich habe mir selber die Frage gestellt, meine Güte, wir haben jetzt nach den Olympischen Spielen 1972 das wahrscheinlich vergleichbar größte Sportevent in Deutschland. Die sind ja gar nicht nervös. Und ich erinnerte mich, 3 Wochen vorher habe ich, das ist vergleichsweise so gering, aber nicht minder wichtig, würde ich sagen, ein Fußballturnier der U12 E-Junioren mitorganisieren dürfen. Das waren ganze 12 Mannschaften. Und ich hatte mich auch bemüht, Profis von Turbine Potsdam zu bekommen und so weiter. Aber ich war unfassbar angespannt und nervös, dass das alles funktioniert. Funktioniert die App und Ähnliches. Das ist klein, klein. Aber diese Professionalität unter diesem Druck, wenn ich überlege, man wusste, 7000 Athleten aus 176 Nationen, diese Herausforderung, ich habe die Staatssekretärin Frau Böcker-Giannini immer wieder gefragt, wie ist der Stand mit den Volunteers, weil ich mir nur schwerlich vorstellen konnte, gelingt es uns wirklich, 16.000, 17.000 Volunteers zu finden, diese Größenordnung hinzubekommen, die gesamten Kooperationen mit ganz großen Privatsendern. Ich habe mich in Vorbereitung zu den World Games immer gefreut, wenn ich mit öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren bin. Ich habe die Werbung gesehen und Ähnliches. Es begann für mich, ich bin ja erst seit 1,5 Jahren im Sportausschuss, mit den Special Games auf nationaler Ebene. Dort wurde ich logischerweise mit eingeladen. Auch da war ich schon beeindruckt von den Fähigkeiten, von dem Fußballturnier, von der Leidenschaft, von der Emotion, von den Athleten, von der Freude. Menschen mit geistiger und Mehrfachbehinderung haben es definitiv nicht leicht im Alltag. Aber wenn man diesen Menschen eine Möglichkeit gibt, eine Sportveranstaltung wahrzunehmen, wo sie aus sich herauskommen, wo sie eine Euphorie haben, wenn sie bei einer Siegerehrung dabei waren und gesehen haben, welche Emotionen dort kommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, alleine das macht es notwendig, dass wir das heute in der Aktuellen Stunde besprechen, meine Damen und Herren. Und ich freue mich auch, dass wir dieses positive Signal nach außen gebracht haben. Und die Zahlen sind schon genannt worden, aber ich wiederhole sie nochmal. 7000 Athleten aus 176 Nationen, knapp 17.000 freiwillige Helfer aus ganz Deutschland im Schwerpunkt aus Berlin, 76 Sportarten und insbesondere eine unfassbar große Delegation aus Deutschland. Und das wurde schon angesprochen, wir haben zwar keinen Medaillenspiegel gehabt, aber ich gratuliere der deutschen Delegation für 150 Medaillen, meine Damen und Herren. Und es gab in der Tat Mittel aus dem Land und auch aus dem Bund. Und das wird ja mitunter auch kritisiert, aber ich sage Ihnen auch, wenn wir so ein Event haben hier in dieser Stadt, mit Sponsoren, mit Touristen, die natürlich auch zu uns kommen,
über 300.000 Karten verkauft werden, dann ist das auch ein Wirtschaftsmotor. Das ist ein Wirtschaftsmotor für Gaststätten, das ist ein Wirtschaftsmotor für die Hotellerie, für die Pensionen und Ähnliches. Das darf man nicht vergessen. Ich möchte aber trotzdem noch etwas Wasser in den Wein schütten. Im Bereich der Inklusionssportstätten hätten wir schon weiter sein können, wenn ich an den Ludwig-Jahn-Sportpark denke. Da ist in der Vergangenheit viel versäumt worden. Und diese Kritik, die müssen Sie sich selber anziehen, meine Kollegen von Rot und Grün, das ist mitunter Ihre Verantwortung gewesen. Das dürfen wir nicht vergessen. Und wenn wir schon so ein Event hatten und wenn wir diese Strahlkraft haben, dann müssen wir diese Strahlkraft auch mitnehmen für zukünftige Veranstaltungen. Und wir haben gezeigt, dass Berlin Sport kann. Ich hatte eingangs gesagt, Berlin zeigt immer wieder, wo es Schwächen hat, wo die Verwaltung nicht funktioniert, wo die innere Sicherheit marodiert, wo die Menschen sich nicht sicher fühlen im öffentlichen Personennahverkehr, wo Schienenersatzverkehr haben und Ähnliches. Aber in einem Bereich, und Sie können sich vorstellen, dass mir als Innenpolitiker dieser Kontrast als Sportpolitiker mitunter unfassbar viel Freude macht. In einem Bereich ist Berlin wirklich hervorragend aufgestellt. Und das ist der Sport. Das ist der Spitzensport in Berlin, das ist der Breitensport in Berlin. Ich bin selber aktiv, ehrenamtlich. Und da können wir Berlin auch durchaus mal loben, meine Damen und Herren. Und wenn wir gezeigt haben, dass Berlin Großveranstaltungen kann, und wir haben das gezeigt, dann müssen wir auch am Ball bleiben. Dann müssen wir auch zeigen, wir wollen weitere Großveranstaltungen in Berlin haben. Und ich bin da ganz nah bei dem Kollegen Standfuß. Ich bin ganz weit weg von Ihnen. Ja, wir haben jetzt die Chance, uns für die Olympischen Spiele 2036 zu bewerben. Wir haben jetzt die Chance, etwas Großes auf die Beine zu stellen, was wiederum Berlin mit großer Strahlkraft nach vorne bringt. All Ihren Unkenrufen und Ihren historischen Verdrehen zum Trotz. Und es kann doch wohl nicht sein, dass ich heute Morgen im Tagesspiegel lese, wo wir alle eine tolle Zeit hatten. Wir haben uns ja sehr, sehr oft gesehen bei den Events am Brandenburger Tor, zusammen mit dem Landessportbund und Ähnlichem. Übrigens auch ganz toll für Familien und Kinder. Ich war ja auch mit meinen Kindern unterwegs. Es kann doch nicht sein, dass wir sowas schlecht machen. Und im Tagesspiegel lese ich von Frau Schädlich, dass sie alleine kritisiert, wie teuer könnte das theoretisch werden. Und aus monetären Gründen geht das nicht. Nein. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn wir ein positives Beispiel gehabt haben und dieses positive Beispiel weiter nach vorne bringen wollen und hier auch ein Stück weit Nachhaltigkeit im Sport haben sollen, dann nehmen wir diesen Schwung mit, dann unterstützen wir hoffentlich alle gemeinsam unsere Olympia-Bewerbung für 36/40 und ziehen dort alle gemeinsam an einem Strang. Ich danke Ihnen. Für den Senat spricht nun die Senatorin für Inneres und Sport. Bitte sehr, Frau Senatorin Spranger. Sehr verehrte Frau Präsidentin, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen Abgeordnete, sehr geehrte Athletinnen und Athleten, liebe Karin, lieber Philipp, ich bedanke mich bei den Koalitionsfraktionen, dass sie heute genau diesem Thema die Aufmerksamkeit geben in der Aktuellen Stunde. Denn dieses Thema gibt es alle Male her, genau heute diese Präsenz zu haben. Herzlichen Dank dafür. Meine sehr verehrten Damen und Herren, vorigen Sonntag gingen die Special Olympics World Games mit einer großen Party zu Ende. Rund 20.000 Menschen feierten nochmals mit Bühnenprogramm, Zusammensein und einem Feuerwerk am Brandenburger Tor. Athletinnen und Athleten mit geistiger und mehrfach Behinderung, Beeinträchtigung aus 176 Ländern hatten zuvor in 26 spannenden Sportarten miteinander gemessen. Die Weltspiele, die seit 1968 alle 4 Jahre ausgetragen werden, fanden dieses Jahr zum ersten Mal in Deutschland statt. Es war das größte Multisport-Event in Deutschland nach den Olympischen Spielen in München 1972.
Ohne Übertreibung kann ich hier klar sagen, dieses Fest der Freude am Sport bot der Inklusion eine bisher einmalige Bühne. Es war ein rauschendes Sportfest. Es wird als besonderer Höhepunkt in die Geschichte nicht nur Berlins eingehen. Berlin kann wirklich stolz darauf sein, dass wir die Weltspiele austragen durften. Schon die Ankunft der Flamme, der Hoffnung am BER war für mich sehr bewegend. Die wunderbare Eröffnungsfeier am 17. Juni im Olympiastadion verfolgten rund 50.000 Zuschauer live im Stadion. Ich durfte mit der Delegation von Togo einlaufen. Das war wirklich Gänsehaut pur. Gut 7 Millionen TV-Zuschauende haben der Berichterstattung zur Eröffnungsfeier, nur zur Eröffnungsfeier, bei RBB und beim ARD zugesehen. Hinzu kamen unzählige weitere Medienberichte und Live-Schalten, vor allem in Sportsendungen während der Weltspiele. Nicht nur in Deutschland war das Interesse riesig groß. Weltweit haben viele, viele Millionen Menschen diese Berichterstattung über die Special Olympics verfolgt. Und das auch zu Recht. Tag für Tag wurden sportliche Höhepunkte geboten. Über einen Zeitraum von 9 Tagen traten verteilt über 9 Sportstätten rund 6.500 Athletinnen und Athleten und Unified-Partner aus aller Welt in fairen sportlichen Wettkämpfen miteinander an. Deutschland stellte, auch das wurde hier schon gesagt, dabei mit insgesamt 573 Aktiven das größte Team. Unterstützt wurden die Aktiven von gut 16.500 freiwilligen Helferinnen und Helfern aus 126 Ländern. Rund 5.000 Helferinnen und Helfer kamen alleine aus Berlin. Manchmal waren es komplette Belegschaften von Unternehmen, die sich bereit erklärt haben, ehrenamtlich mitzuwirken. Und dafür ein herzliches Dankeschön. Applaus 1.100 Schiedsrichterinnen, 71 Übersetzerinnen und Übersetzer, rund 3.000 Trainerinnen und Trainer und Betreuende sorgten für einen reibungslosen Ablauf der Spiele. Mehr als 100.000 Tickets und damit deutlich mehr als erwartet wurden verkauft. Insgesamt 330.000 Zuschauende verfolgten die Wettbewerbe live. Bei den Wettkämpfen wurden 4.002 Medaillen und 6.670 Auszeichnungen, nämlich vom 4. bis zum 8. Platz, von den Aktiven und vom Publikum mit viel Jubel gefeiert. Die deutsche Mannschaft gewann über 150 Medaillen. Mich berühren die Weltspiele noch immer sehr. Hinter jeder Athletin und hinter jedem Athleten steht eine ganz besondere Geschichte. Eltern wurde vielleicht mitgeteilt, dass ihr Kind ein Problem sein solle. Eine Belastung allemal, dass es nie leistungsfähig sein könnte. Den Kindern begegnete vielfach Ablehnung, Ausgrenzung bis hin zu Hass. Ihnen wurde und wird immer noch zu oft die Teilhabe an der Gesellschaft faktisch verweigert. Und dann machen genau diese Menschen bei den Special Olympic World Games mit und repräsentieren ihr Heimatland vor allem Weltpublikum. Die Athletinnen und Athleten tun das mit Ehrgeiz, Lebensfreude und mit ganz, ganz viel Stolz. Und zigtausende waren dabei, feuerten an, applaudierten und spornten damit die Athletinnen und Athleten zu noch mehr Höchstleistungen an.
Ich habe auch einige Wettbewerbe besucht. Wer die vor Glück strahlenden Augen gesehen hat, wird das nicht mehr vergessen. Auch mir geht es so. Werte wie Anerkennung und Respekt sind bei den Special Olympics auch angesichts einer mit einem so großen Event einhergehenden Professionalisierung und dem Wettbewerbscharakter der sportlichen Spiele von großer Bedeutung. Nicht nur die Berlinerinnen und Berliner haben sich mitreißen lassen. Wer in der Stadt unterwegs war, konnte den Eindruck gewinnen, dass ganz Berlin auf den Beinen ist. Allein bei den Radsportwettbewerben auf der Straße des 17. Juni und dem Sportfest des Landessportbundes Berlin waren es gut 70.000 Besuchende. 15.000 Menschen, auch das wurde hier schon gesagt, nutzten das Screening-Angebot des speziell für die Athletinnen und Athleten geschaffenen Gesundheitsprogramms. Die internationale Gesundheitsinitiative wurde dazu 1997 im Übrigen gegründet. Sie hat sich auf die Bedürfnisse von Menschen mit geistiger Behinderung spezialisiert. Das Programm bietet, und deshalb betone ich das hier auch noch mal, Teilnehmenden kostenlose Gesundheitsuntersuchungen, Aufklärung und natürlich auch Empfehlungen zur Weiterbehandlung, insbesondere auch an die Betreuenden in einer barrierefreien Umgebung. Es hilft den Athletinnen und Athleten, ihren gesundheitlichen Zustand selbstständig einschätzen und mitteilen zu können, sowie gesundheitliche Risiken besser zu erkennen. Und das Ganze auch zum Mitnehmen in 7 Sprachen für alle Möglichkeiten hinterlegt. Über 100 Personen an medizinischem Personal hatten sich ehrenamtlich dafür zur Verfügung gestellt. Ergänzt wurde das Sportprogramm durch ein vielfältiges Kulturprogramm. Als Beispiele nenne ich hier den Kulturabend im Friedrichstadtpalast oder das Dinner im Tierpark Berlin. Das ist es, was die Weltspiele ganz besonders so bedeutsam und auch unverwechselbar gemacht hat. Es war ein Fest für und der Inklusion. Auch alle anderen, die die Special Olympics miterlebt haben, werden den Gedanken der Inklusion natürlich weitertragen. Für Berlin und die teilnehmenden Bezirke war das Hosttown-Programm ein großer Gewinn. Es gab beeindruckende inklusive Projekte und viel Raum für Begegnungen zwischen Berlinerinnen und Berlinern und den Gästen. Mit dem Konzept, die Wettbewerbe an vielen Orten in der ganzen Stadt auszutragen, ist es uns gelungen, die Gedanken der Inklusion und Nachhaltigkeit in die Sportmetropole zu tragen und für alle Berlinerinnen und Berliner sowie den Gästen der Weltspiele sichtbar werden zu lassen. Natürlich gilt es jetzt, die Impulse aus dieser Veranstaltung und dem Nachhaltigkeitsprogramm zu nutzen. Natürlich. Unsere Aufgabe ist es, die Inklusion in der Gesellschaft zu leben und damit auch voranzubringen. Die Special Olympics Bewegung insgesamt hilft, das gesellschaftliche Bewusstsein für Menschen mit geistiger oder Mehrfachbeeinträchtigung zu schärfen. Das Thema Inklusion bekam durch die Spiele in Berlin nun endlich auch die mediale und vor allem gesellschaftliche Aufmerksamkeit, die es dringend braucht und auch verdient. Es zeigt zugleich auch die Entwicklungen und Anstrengungen der vergangenen Jahre, Berlin hin zu einer inklusiven Sportmetropole zu entwickeln. Natürlich gab es auch vor den Weltspielen schon inklusive Sportangebote in der Stadt. Trotzdem, wir müssen ehrlich sein, es ist noch sehr viel zu tun. Leider gibt es immer noch Vorurteile und Berührungsängste. Inklusion wird erst dann Normalität sein, wenn wir nicht mehr darüber sprechen müssen. Die schon vor den Weltspielen, genau.
Die schon vor den Weltspielen initiierten 14 Projekte des Nachhaltigkeitsprogramms Inklusion 23 wurden alle erfolgreich umgesetzt und waren auch während der Weltspiele absolut präsent. So zum Beispiel mit inklusiven Musik- oder Tanzgruppen oder inklusiv gestalteter Berichterstattung. Die Projekte werden sicherlich für steigende auch Sensibilität und weitere Initiativen für die Inklusion sorgen. Bereits jetzt zählt dazu das Inklusionsmanagement, das beim Landessportbund Berlin angesiedelt ist und Berliner Verbände und Vereine in Inklusionsfragen berät. Ein Beispiel, das Inklusion in den Berliner Sportstrukturen nachdrücklich stärkt. Im Bewegungsförderprogramm Sport im Park wurden 140 Übungsleitende gezielt geschult zum Thema Outdoor-Sport für Menschen mit Behinderung. Bereits jetzt sind 80% aller Sportangebote inklusiv. Schon im Vorfeld der Special Olympics hat der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg die barrierefreie App Olympklusion zur Fahrgastinformation für die Zielgruppe Menschen mit geistiger Beeinträchtigung eingeführt. Die App ergänzt die vorhandenen Informationsangebote für mobilitätseingeschränkte und blinde bzw. sehbehinderte Menschen in der VBB-App Bus und Bahn. Das sind nur einige Beispiele, woran erkennbar wird, dass Inklusion auch wirklich nachhaltig in unseren städtischen Strukturen erlebbar gemacht werden. Bei Baumaßnahmen im Sport muss der Aspekt der Inklusion und bestmögliche Barrierefreiheit eine entscheidende Rolle spielen. Im Rahmen von ohnehin geplanten Neubauten und Sanierungen von Sportanlagen sollen in jedem Bezirk Berliner Bezirk mindestens 2 inklusive Sportstätten entstehen. Hervorheben möchte ich den Neubau des Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportparks als vollständig inklusiven Sportpark in Berlin. Der Sportpark wird als barrierefreie, klimaneutrale und ökologisch nachhaltige Sportstätte ein Aushängeschild der inklusiven Sportmetropole Berlin werden. Daher wird dieses Projekt mit seinen Bauphasen auch prioritär behandelt, was die Ertüchtigung und Instandsetzung und voll inklusive Voraussetzungen natürlich angeht. Das Thema soziale Nachhaltigkeit spielt auch, und da möchte ich jetzt einfach ein nächstes Sportereignis nennen, für die Fußball-Europameisterschaft im kommenden Jahr eine große Rolle. Für die UEFA Euro 24 wurde dazu ein Nachhaltigkeitskonzept entwickelt. Wir gehen zahlreiche Maßnahmen für das Olympiastadion zum Beispiel an. Geplant bzw. in Bearbeitung sind zum Beispiel der Umbau der Eingangsanlagen auf personenhohe Drehkreuze. Damit verbessern wir selbstverständlich den Einlass. Die Erweiterung und der Umbau von Rollstuhlplätzen von 170 auf 260 bei gleichzeitiger Verbesserung der Sichtverhältnisse. Der Einbau von mehr rollstuhlgerechten WCs, Verbesserung des Zugangs zu Versorgungseinrichtungen wie zum Beispiel Kiosken durch Absenkung von Tresenflächen. Insgesamt, meine sehr verehrten Damen und Herren, kosteten die Weltspiele gut 130 Millionen Euro. Bund und Land stellten paritätisch jeweils 48,8 Millionen Euro zur Verfügung. Der Rest finanzierte sich aus Sponsorengeldern, Ticketeinnahmen, Spenden und Fördermitteln der EU sowie der Aktion Mensch. Von Berlin kam noch hinzu die entgeltfreie Überlassung zahlreicher öffentlicher Sportanlagen, Einrichtung einer Projektgruppe mit Projektleitung und Mitarbeitenden zur Sicherstellung einer kompetenten und umfangreichen Betreuung des lokalen Organisationskomitees sowie zur Wahrnehmung der Aufgaben als Host City, umfangreiches Marketing im Bereich der Außenwerbung, auch das wurde heute schon gesagt, Sachleistungen in 7-stelligen Bereich, ca. 2,7 Millionen Euro Mediawert bei der Wahlwerbung, der Einsatz von weiteren 4,2 Millionen Euro für das Berliner Nachhaltigkeitsprogramm Inklusion 23. Das Geld
meine sehr verehrten Damen und Herren, und Sie sind der Haushaltsgeber, das Geld, das wir ausgegeben haben und auch zukünftig ausgeben werden, ist sehr gut investiert. Viel mehr Gäste kamen in die Stadt. Nicht nur aus sportlicher Sicht war es somit ein großer Erfolg. Auch die Wirtschaft unserer Metropole hat insgesamt ganz stark davon profitiert. Aus all diesen Gründen wird sich Berlin weiter als Sportmetropole präsentieren und auch international positionieren. Und die Inklusion wurde endlich in die Mitte der Gesellschaft gerückt. Auf die nächste Großveranstaltung. Auf die nächste Großveranstaltung können wir uns heute schon freuen. Ich habe sie schon benannt, auf die UEFA Euro 24. In Berlin wird das Finale stattfinden. Unsere Stadt wird unter den 10 Host Cities oder Host Towns eine ganz besondere Rolle spielen. Es wird wieder ein Großevent des Sports mit gesamtstädtischer Bedeutung für Berlin sein. Das, was wir bei den Weltspielen gelernt haben, wird bei den Planungen der UEFA Euro 24 selbstverständlich einfließen. Wir werden dabei aufs Neue zeigen, Berlin kann Großveranstaltungen. Das haben wir mit den Weltspielen eindrucksvoll bewiesen. Diese Weltspiele könnten unabhängig von der UEFA Euro 24 Vorbild für weitere Sportgroßveranstaltungen selbstverständlich sein. Im Vorfeld zu heute kam die Diskussion auf, ob wir überhaupt über die Special Olympics reden sollten. Wer diese Frage stellt, der hat sich mit Inklusion nur sehr oberflächlich auseinandergesetzt. Der hat die gesamte Debatte, die wir auch im Vorfeld zu den Weltspielen über Inklusion geführt haben, offenbar nicht richtig verstanden. Das Bedürfnis nach Inklusion ist Lebensrealität von Hunderttausenden von Menschen alleine in Berlin. Deshalb danke an alle, die das möglich gemacht haben. Mein Appell an Sie: Unterstützen Sie mich, unterstützen Sie den Sport. Auch weiterhin bei diesem sehr, sehr wichtigen Thema Inklusion. Ich bedanke mich. Vielen Dank, Frau Senatorin. Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor, und die Aktuelle Stunde hat damit ihre Erledigung gefunden.